Ja, wird doch einfach durch den Rauch ersticken können, durch das Feuer. Das wäre auch nicht schmerzhaft gewesen. Und er haut wieder ab. Es war kein Suizid, oder? Verstehe ich das jetzt falsch? Wir werden hier die ganze Zeit hinters Licht geführt. So they're trying to mislead you about the cause of death for Detective Four Eyes. Right. The peacekeeper said all the detectives burned to death. But Zilch's corpse in the first car is different. Ja, seine Leiche war anders. To me, it looked more like he was stabbed to death. Aber da war halt kein Blut, ne? Oder es sah zumindest nicht so aus. War natürlich schwer zu erkennen, wegen dem ganzen Feuer und so. So the peacekeeper's report was a lie? But they had no reason to do that. Oder vielleicht haben sie doch einen Grund. If they wanted to set you up as the culprit, they'd be raising questions by fabricating reports. Yeah, you're right. They all must have died by fire, after all. And for some reason, only Zilch appeared to have been stabbed to death. I get it. So that's what was bothering me. But no matter how hard I think about it, I can't seem to figure out what happened next. Huh? Why's that? I don't have enough clues about Zilch in the first car. I should have investigated it more after discovering the body, but I was too preoccupied with calling for help. Ja, schon, ne? So we're stuck right here. I don't see any other routes to break through this mystery. I don't even know what mystery we gotta solve right now. Ja, mir ehrlich gesagt auch nicht. Es gibt so viele Fragen noch, die hier offen sind, hey. But I do know there can't be a labyrinth without a goal. The truth is always behind a mystery. You wish you had investigated more, right? So, you think you'd have the answer if you'd done that? Ja, vielleicht. Huh? Yeah. Ja, ja. Yuma und ich, wir sind uns einig. Oh, fine. My secret weapon is so draining, I try to avoid using it as much as possible. Ihre Geheimwaffe? I just love it when you rely on me, Master. Was kommt jetzt? Der schneidet mir nicht wieder den Kopf ab. I have a bad feeling about this. What are you trying to do? This is all for you, Master. Ready, Master? Wait. Oh, what the fuck? Oh, wir können uns das mal anschauen. Das tat weh, ey. Wir können uns den Tatort nochmal anschauen? Von Zilch? Das ist ja cool. What's going on? Also das gefällt mir richtig. I'm extracting your memory and materializing it inside the mystery labyrinth. This is my super cute special weapon. See, if you investigate here, you might make some new discoveries. Wir könnten etwas Neues entdecken. Oh, the shock from all this is making my head spin. You don't have any time to waste, Master. This was pumped out of that slow brain of yours, so don't assume it'll stick around for long. You have until the pain in your head clears up. Now hurry and investigate. Okay. Got it. I'll hurry. Ja, also... Ah! Tatort, Nachstellung. Kissen. War das Kissen schon beim letzten Mal da? Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Kissen. Huh? This cushion. Was it always there? Da ist so eine Stichwunde drin. Also nicht Wunde, aber ihr wisst, was ich meine. Also, it looks like it has a hole in the middle of it. Ein Loch, das war das Wort, nach dem ich gesucht habe. It was made by something sharp. What did this? Ja, was denkst du, hä? Huh? Oh! Oh! Ich verstehe jetzt alles. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als wir Zilch in dem Zimmer gesehen haben und er die Decke über dem Bauch hatte, da sah er größer aus, als sobald die Decke weg war. Er hat nicht das Messer durch seinen Bauch gerammt, sondern durch das Kissen. Natürlich! So I can get solution keys here too. Und die ganze Zeit habe ich mich das gefragt, es hat keinen Sinn ergeben. You may have seen it, but forgotten. That just means you didn't think anything of it at the time. But it is in your memory, so you can use it as a clue.
You can do that? You're incredible, Shinigami. Ich halt, schaut euch jetzt mal die Leiche gleich an. Go on, keep complimenting me. Wenn wir es hier überhaupt noch sehen. Ach, die ist verbrannt. Verdammt. Ich schwöre, als wir durch das Fenster reingeguckt haben, da war diese Leiche deutlich größer. Als ob da etwas auf seinem Bauch noch drauf war. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war Silch nicht tot. Glaube ich. Aber das wird ja gleichzeitig auch implizieren, dass wenn er noch gelebt hat, er danach noch irgendwie aus diesem Zimmer entkommen konnte. Aber wie und wann? Weil ansonsten wäre ja auch egal mit dem Kissen, wenn er sowieso gestorben wäre. Unblutige Decke. Das war's? Ja, okay. Wichtige Hinweise, sehr, sehr wichtige Hinweise. Oh, it's fading. I guess the pain is starting to go away too. Looks like time's up. Well, did you find anything? Ja, etwas sehr Wichtiges. Yeah, I think I see the contradiction here. Although I'm not completely sold on it. Ich schon. Come on, this is where you're supposed to declare I've solved the mystery. Well, if you think you're on the right track, then I guess we should do this next. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass der Mörder wahrscheinlich nicht Aphex war, wie ich es vermutet hatte, sondern Silch, oder? Do what? Aber das habe ich auch am Anfang, glaube ich, gesagt. Das Problem ist halt, wie konnte dann Silch, nachdem er sich totgestellt hat, noch aus diesem Zimmer entkommen können? Weil da war ja kein anderer Fluchtweg oder so. It's for when you're stuck in your deductions. Wobei der Feuerlöscher natürlich für diesen ganzen Qualm und wie auch immer man das nennen möchte, gesorgt hat. Den Nebel gesorgt hat. Remember what I said earlier? Every labyrinth has a goal. So even when you're stuck, there's always a way out. And we're gonna find it by working together. Working together? Lay it all out, Master! Ja, ich hab schon eine Theorie. Was ist jetzt schon wieder? Also die Minispiele in dem Game sind... Was zum Teufel? Jabberwock Island? Hier war ich schon mal. Vor langer, langer Zeit. Shinigami Puzzle. Das Shinigami-Puzzle ist eine meiner geheimen Techniken, um die verborgene Wahrheit aufzudecken. Die Wahrheit verbirgt sich irgendwo zwischen den Buchstaben an der Seite des Fasses, in dem sich meine Wenigkeit befindet. Ist ja gut! Lies die Frage und zerschlage dann in der richtigen Reihenfolge die Buchstaben. Machst du einen Fehler, wird das Zeitlimit reduziert. Wenn du die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge zerschlägst, werde ich von der Macht der Wahrheit durchdrungen und entfessel eine Spezialfähigkeit, die einen Weg ebnet. Übrigens, wenn du mich mit dem Lösungsschlüssel fütterst, die um das Fass herumschweben, mit den Lösungsschlüsseln fütterst, die um das Fass herumschweben, gebe ich dir jeden Hinweis, der mir in den Sinn kommt. Schnapp dir den Schlüssel und ab damit in meinen Mund. Aber es gibt auch ein paar Lösungsschlüssel, die keine Hinweise enthalten. Wenn ich so einen esse, wird das Zeitlimit reduziert. Der Tod von Detektiv Silch war in Wirklichkeit eine KFT. Wir haben hier nur vier Buchstaben. Eine List. Oder? Wie will das... Okay. L habe ich. Dann das I. Soll hier ein I sein, naja. Dann das S. S? Wo ist das S? Ah, gibt's hier? Ach ja, hier gibt's eins, okay. Das S. Und natürlich noch das T. T? Wo war das T jetzt? Hier oben? Ja, hier. Gut. Eine List. Wir wurden getäuscht. Wo ist sie geflogen? Eine List. Was zum
Teufel. Oh, eine Schatztruhe. Mit einem Totenkopf drauf. When I saw Zilch through the window, it appeared as if the knife was stuck in his chest. Jetzt habe ich gar nicht die Schlüssel dort benutzt, ne? Zur Hilfe. In actuality, he stabbed the blanket-wrapped cushion to make it look like he had been stabbed. Ach Mann, wenn es sich jetzt herausstellt, dass ich so nah dran war, diesen Fall zu lösen, aber einfach nur Aphex gesagt habe anstatt Zilch, das wäre schon irgendwie bitter, Mann. That's why the blanket didn't have blood on it, even though the cushion was stabbed through. Zilch's death was a red herring. It was meant to mislead us. Das habe ich ganz am Anfang gesagt, hey. Aber ja gut, hier komm. Was haben wir jetzt hier? Ach so, hier kriegen wir jetzt die zwei Keys oder was? The new solution key. If it was a red herring, that means he wasn't really dead. Ja, eben. Yeah. Zilch was faking his death to fool us. That knife was just to trick me into thinking he was dead when I looked through the window. But the peacekeepers' report saying they all burned to death created a contradiction. So the culprit was just plain dead. It's exactly what I said. In a roundabout way, yes. Which means that dead end in the abyss could have a new path now. Let's hurry back! Aber trotzdem, selbst wenn er seinen Mord gefaked hat, also seinen Tod gefaked hat, meine ich, in der Zeit, als Yuma den Feuerlöscher geholt hat, da sind ja nur so 10 Sekunden vielleicht vergangen. Wie ist er aus diesem Zimmer wieder rausgekommen? Oder? Oder verstehe ich hier etwas vollkommen falsch? Ist ja schön und gut, dass er das gemacht hat, aber er muss ja irgendwie da dort rausgekommen sein. Angenommen, er lebt halt noch, ne? Was jetzt? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, weil ich so sehr was sagen wollte. Ich denke, wir müssen einfach wieder rausgehen. Gibt es uns hier nichts, oder? Ja, ja, so langsam ergibt das Ganze hier Sinn. Soll ich jetzt hier den ganzen Weg zurücklaufen oder was? Also mit dem Minecart ging das ein bisschen schneller. Was jetzt? What's wrong? It's too much of a hassle to go all the way back there. I don't want to walk anymore. Ja, eben. Some guy you are. Besides, you're not even walking. I despise effort and hard work. I want to head back the easy way. Oh, I know. I have a convenient transportation method, thanks jetzt, to my awesomeness. Jetzt bin ich gespannt. It lets us go anywhere you've been before. Now is the perfect time to use it. Wir können uns teleportieren. Was zum Teufel? Was ist praktisch? Zoom? Hintertür? Hintertür? Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Zoom? Warum ist hier mal ein Buchstaben? Warum stehen hier Buchstaben? Ich mach mal das. A mysterious force is blocking you from casting this spell. What the? That spell will let you escape from within a labyrinth, but you can't use it inside the mystery labyrinth. Anyway, time to pick again. Sure. Was? Ja, ich weiß ja nicht mal, was ZOM bedeuten soll. Was kann das denn für ein Wort ergeben, wenn man dort noch einen Buchstaben einfügen würde? Keine Ahnung. Wo gehen wir jetzt hin? Jetzt bin ich neugierig. ZOM. Hä? Wo sind wir? See? Super easy. Yeah, sure. Jetzt sind wir wieder dort, wo vorhin der Boden eingebrochen ist. Das heißt, der rechte Weg... der war doch rechts, oder? Der rechte Weg, den wir genommen haben, war doch richtig. Also, dass der Tod gestellt war. Und was genau bedeutet jetzt ZOM? Drain a little bit of what? Do you have MP or something? Your lifespan. Nicht schon wieder. My lifespan? Again? So we passed through. How did the culprit pull it off, Junction? And have taken the play dead turn again. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Now that we have a new solution key, I'm sure we can solve this mystery and access what's ahead. Ich bin jetzt echt neugierig, was ZOM bedeuten soll. Let's give it a try. Ja, die Tür war vorhin aber auch noch nicht hier, du. Wieder neues Minispiel. Solution keys are important to solving mysteries.
important too. Lösungsschlüssel können verwendet werden, um durch Geheimnisse hindurchzubrechen, die dir im Weg sind. Wähle den Lösungsschlüssel aus, der die Frage von dir beantwortet, der die Frage vor dir beantwortet. Wenn du richtig liegst, wird das Geheimnis verschwinden. Was beweist, dass der Täter sich totstellte? Kann ich jetzt hier irgendwie... Ach, wir haben sogar nur die hier zur Auswahl scheinbar, okay. Ja, ich würde einfach mal dann das hier sagen, oder was? Ich meine, was beweist, dass der Täter sich totgestellt hat? Ja, das. Weil halt kein Blut dort war, oder? Ja, okay. Ich dachte, das wäre jetzt ein bisschen zu einfach vielleicht. Weil wir es ja gerade schon gehört haben. Zilch was trying to trick us into thinking he'd killed himself. Und jetzt tut sich hier ein neuer Weg auf. Eine ziemlich lange Brücke sogar. See, didn't I say the path would appear? It's all because we found the right deductive clue to break through. Ja, aber ich wusste es schon von Anfang an, Mann. I'm so amazing. You can pat me on the head if you want, Master. Well, maybe later. Dann gehen wir weiter hier. We opened the play dead route thanks to the corpse red herring solution key. Ja. So Zilch really faked his death to mislead us. If so, he is absolutely the culprit. Now, we just need to prove it. Ja, will jetzt vielleicht mal jemand fragen, warum genau er es gemacht hat? Niemand hier scheint das zu hinterfragen. But even if the mystery labyrinth is fair when it comes to solving mysteries, the real world will be different, right? What if Amaterasu Corp decides to protect the culprit, even if we prove who really did it? Oh, you're worried they'll just cover it up? No need to worry about that. Huh? Why's that? Let's save the fun for later. okay. Oh, the ground! It's falling apart! Nicht schon wieder, hey. You better run, Master! Why? Wasn't this the right route? Maybe the logic still has some holes in it. Rennt, Leute, rennt! Ja, jetzt ist blöd gelaufen, du. Spring! Master, you better concentrate. Du wirst jetzt hier richtig erwürgt. Was zum... War der, den Yuma durch das Fenster sah, in Wahrheit Zilch? Ja. Oder? Natürlich. When I saw Zilch through the window, he was faking his death with the knife through the cushion. Ja. That was definitely the real Zilch. War die verbrannte Leiche in Wagen 1 in Wahrheit Zilch? Nein! Endlich! Ich hatte recht! Ah, die ganze Zeit. Die ganze Zeit hatte ich recht. Ich hatte nur die falsche Person. Zilch hat mit der Leiche Plätze getauscht. Ja, das ist die Frage, die ich mir stelle. Es muss vor Yumas betreten? Oder? Danach wäre schwer gewesen. Aber hier kommen so langsam die Fragen bei mir auf. Ja, genau. Das meinte ich halt auch. Das wäre meine Theorie gewesen. Ich war mir echt nicht so ganz sicher. Zilch used that smoke as cover to switch himself with a dead body. Und dann hat er einfach das Zimmer verlassen, während wir reingegangen sind? Aber Moment. I get it. The fire wasn't only there to show he died from burning. Trotzdem muss die Leiche aus dem ersten Waggon irgendwie noch in den fünften Waggon reingekommen sein, ne? Weil ansonsten hätten wir eine Leiche zu wenig.
Oder allzu viel, oder wie auch immer, ihr wisst schon. Ich verstehe, das Feuer war nicht nur da, um zu zeigen, dass er an Verbrennungen gestorben war. Also ich hatte nicht Unrecht, überraschenderweise. Right. In the smoke, he switched places with a corpse he had hit. Ja. Was ist jetzt schon wieder? Ein Fernseher. Also das Spiel ist schon ziemlich weird, oder? Ist er wieder an einem Tatort? Next up, you need to deduce where the corpse was hidden. Ja genau, das will ich halt wissen. Wo wurde die Leiche versteckt? Und wie ist er dann hier rausgekommen? Because the room was filled with smoke, he needed to put the body somewhere he could access immediately. Ja, und nicht nur das. Es muss auch ein Ort gewesen sein, den Yuma nicht sehen konnte. Where are you thinking? Aber ist nicht das Komische jetzt mal rein logisch betrachtet, ne? Zilch muss ja gewusst haben, dass Yuma durch das Fenster geschaut hat und dann zum Feuerlöscher gegangen ist. Woher hätte er das wissen können? Es gibt eine Theorie, aber die war so verrückt, dass ich sie gar nicht erst erwähnen wollte. Und zwar, dass er seine Tierfähigkeit genutzt hat und dann quasi damit irgendwie durch die Augen von den Tieren irgendwie sehen konnte. Er hat uns die ganze Zeit also getäuscht. Und in dem Zug war tatsächlich doch irgendwie eine Maus oder so, keine Ahnung. Ja, unter dem Bett oder was? Kann ja nur. Verwende den Zeiger auf dem Bildschirm, um die Stelle auszuwählen, die die Frage beantwortet. Du kannst die Stellen auswählen, an denen sich das Symbol ändert. Das Auswählen der falschen Stelle bedeutet, dass du Schaden nimmst, also vermassel es nicht. Es war unter dem Bett. Alles andere ergibt keinen Sinn. Ach, kann hier sogar die Kamera bewegen, sehe ich gerade. Also, ich würde sagen, unter dem Bett, ne? Ich meine, das ist der nächste Ort gewesen. Und nicht der schon wieder. Auf Wiedersehen, Shinigami.